Zaren. Dass sie es nicht rechtzeitig schaffen, Shepard. Rechtzeitig wofür? Die letzte Konfrontation. Wir haben doch beide mit so einem Ende gerechnet. Sie haben verloren. Das wissen Sie doch, oder? In wenigen Minuten hat die Sovereign die Kontrolle über alle Systeme der Zitadelle. Das Portal wird sich öffnen. Die Reaper werden zurückkehren. Und wir stellen gerade fest, seine Stimme ist nicht immer so zweigespalten. Jetzt hat er gerade mal eine normale, ne? Ich habe noch einige Asse im Ärmel. Sie haben unsere Begegnung auf Wormaya überlebt. Aber ich habe mich verändert, mich verbessert. Die Sovereign hat mich mit Upgrades ausgestattet. Sie haben ein Sovereign-Implantat? Sind Sie verrückt? Ich sollte Ihnen wohl danken, Shepard. Nach Wormaya musste ich immer an das denken, was Sie gesagt haben, dass mich die Sovereign manipuliert, mich indoktriniert. Die Zweifel begannen an mir zu nagen. Die Sovereign spürte mein Zögern und ich bekam ein Implantat, um meine Entschlossenheit zu stärken. Nun habe ich keine Zweifel mehr. Ich glaube an die Sovereign. Ich verstehe, dass die Reaper organische benötigen. Schließen Sie sich uns an, dann findet die Sovereign auch einen Platz für Sie. Die Sovereign kontrolliert Sie durch die Implantate. Erkennen Sie das denn nicht? Die Beziehung ist symbiotisch. Organe und Maschine verbinden sich zu einer Einheit von Fleisch und Stahl. Die Stärken beider bleiben, die Schwächen verschwinden. Ich bin eine Vision der Zukunft, Shepard. Die Evolution allen organischen Lebens. Das ist unser Schicksal. Schließen Sie sich der Sovereign an und erleben Sie Ihre Wiedergeburt. Die Sovereign hat noch nicht gewonnen. Ich kann verhindern, dass sie die Kontrolle über die Station übernimmt. Treten Sie zur Seite, dann wird die Invasion nie geschehen. Wir können Sie nicht aufhalten. Nicht auf Dauer. Sie haben die Visionen gesehen. Sie haben gesehen, was aus den Proteanern geworden ist. Die Reaper sind zu mächtig. Und hier ist es wichtig, dass wir volle Leiste haben beim Einschüchtern. Nicht beim Einschüchtern, sondern beim Schmeicheln. Denn das ändert dieses Gespräch gewaltig. Einem Teil von Ihnen muss doch klar sein, dass das falsch ist. Sie können dagegen ankämpfen. Vielleicht haben Sie recht. Vielleicht gibt es noch eine Chance für... Die Implantate! Die Sovereign ist zu stark. Tut mir leid. Es ist zu spät für mich. Kämpf dagegen an. Es ist noch nicht vorüber. Sie können das noch wieder gut machen. Nehmen Sie wohl, Shepard. Vielen Dank. War noch etwas Gutes im Plan. Und dieses Gute hat es beendet. So erschießt sich Saren am Ende selbst und wir entgehen dem Kampf auf Leben und Tod gegen ihn. Jetzt wird es aber Zeit, ganz schnell die Citadelle wieder umzupolen. Vigils Datei hat funktioniert. Ich habe die Kontrolle über alle Systeme. Schnell, öffnen Sie die Arme der Station. Vielleicht kann die Flotte die Sovereign erledigen. Versuchen Sie, einen Kommunikationskanal zu öffnen. New Destiny Ascension. Hauptantrieb offline. Kinetische Barriere um 40% gesunken. Der Rat ist an Bord. Ich wiederhole, der Rat ist an Bord. Normandy an die Zitadelle. Normandy an die Zitadelle. Bitte sagen Sie mir, dass Sie das sind, Commander. Ich bin hier, Joker. Wir haben den Notruf empfangen, Commander. Ich bin hier bei der ganzen Arcturus-Flotte im Andura-Sektor. Wir können die Ascension retten.
Öffnen Sie einfach das Portal an der Zitadelle, dann schicken wir die Kavallerie rein. Sind Sie sich da wirklich sicher, Shepard? Wenn wir unsere Flotte jetzt reinschicken, werden die Verluste unter den Menschen hoch sein. Dies ist wichtiger als die Menschheit. Die Sovereign ist eine Gefahr für jede organische Spezies der Galaxis. Stimmt, darum dürfen Sie keine Verstärkung opfern, um den Rat zu retten. Sie müssen sie zurückhalten, bis sich die Arme der Zitadelle öffnen und die Flotte der Menschen der Sovereign folgen kann. Wie lautet der Plan, Commander? Sollen wir reinkommen, um die Ascension zu retten oder uns zurückhalten? Es ist nicht bloß die Frage, ob wir dem Rat einer Gruppe von Kampfschiffen vorziehen. In dem Falle würde ich natürlich wirklich sagen, es ist einfach nur im Moment wichtiger, dass die Feuerkraft höher ist, denn der Rat, der scheint mir nicht beschlussfähig zu sein. Die sind immer viel zu unentschlossen, wenn es darum geht, wirkliche Kampfwege zu finden oder wenn es wirklich darum geht, einen Krieg zu führen. Aber in dem Fall geht es auch darum, halten wir die menschlichen Schiffe zurück, um die vereinigte Flotte der Citadel draufgehen zu lassen und zu opfern, oder benutzen wir die Menschen und opfern ein paar der Menschen, die zur Hilfe kommen, um die vereinigte Citadel-Flotte zu retten. Und die Destiny Ascension, haben wir ja schon gesehen, ist ein Riesenschiff und die ist jetzt gerade in Gefahr. Ja, meine Entscheidung steht eigentlich fest, wir retten den Rat. Oder konzentrieren Sie sich auf die Sovereign? Das wäre eigentlich der Mittelweg, oder? Lassen Sie den Rat sterben, auf keinen Fall. Retten Sie den Rat. Öffnen Sie die Portale, Joker. Wir müssen die Ascension retten, um jeden Preis. Hoffentlich weiß der Rat das zu schätzen. Hoffentlich. Und da ist die Flotte Allianz der Menschen. Schiffe reinfliegen. Rettet die Destiny Ascension. Commander, wir kriegen Verstärkung. Es ist die Allianz. Der Göttin sei Dank. Hol sie dir, Joker. Hol dir die Sovereign. Und für uns ist es vorbei. Sehen Sie nach, ob er tot ist. Hübscher Knabe. Ich bin Sovereign und diese Station gehört mir. Wir kämpfen nicht mehr gegen Saren, wir kämpfen direkt gegen die Sovereign. Und jetzt wird's kritisch, denn wir haben das Problem, dass wir nur Sachen haben, die gegen Geth helfen. Ich weiß gar nicht, was wir da jetzt machen können. KI-Hacken wird nichts bringen gegen ihn. So, aber die Schilde können wir beschädigen.
So, und jetzt sollten wir vielleicht auch mal auf den Overkill gehen. Oh nein, fuck you. Wirklich. Hat er mir die Waffe überhitzt, die Sau. Okay. Wir wechseln wieder zurück. Wobei wir können... Naja gut, mache ich gleich nochmal. Wenn wir nochmal wechseln sollten auf die Pumpgun, dann hau ich mal das Blutbad rein. Okay. Wir werden gar nicht erst in Deckung gehen. Wir halten einfach volle Kanne drauf auf den Kerl. Das muss reichen. Wo ist er? Halt, da drüben. Komm schon. Gut, wir haben überhitzt. Das heißt, jetzt wird's gewechselt und wir hauen mal das Blutbad rein. Halt. Komm, einfach drauf. Das muss reichen. Wieder zurückgewechselt. Und Garrus wechselt bitte auch mal. Denn der müsste auch das Blutbad haben. Oder? Halt, wo ist er? Da. Komm schon. Shit, 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 shit. Oh, mir geht's nicht gut. Habe ich hier irgendwo Deckung? Nein. Was jetzt? Der Angriff der Menschen fordert seinen Preis. Die Sammlung ist zu stark. Wir müssen uns zurückziehen. Negativ. Das ist unsere einzige Chance. Macht das Monster um jeden Preis fertig. So sieht's aus. Macht das Monster fertig. Wir müssen es nur finden. Und unser Monster sieht natürlich ein wenig anders aus, ist aber trotzdem derselbe Gegner. Und glücklicherweise wurden wir gerade voll geheilt. Ansonsten wäre es jetzt nämlich äußerst kritisch gerade geworden. Da haben wir nochmal richtig Schwein gehabt eigentlich, dass sie es gerade geändert haben hier. Tali darf auch mal auf den Pumpgun wechseln. Denn auch Tita kann den Blutrausch. Das ist natürlich ein bisschen verkorkst, der Kampf, weil er unglaublich schnell ist, der Kerl. Aber das geht nicht anders. Wir müssen auf die Art und Weise jetzt draufhalten. Das ist natürlich blöd, dass beide jetzt gerade hier ihre Auffrischungsphase haben. So. Dann gehe ich jetzt auch mal wieder auf die. So, einmal rein in den Kerl. Gut, bei beiden immer noch nichts wieder. Oh shit, nein, wirklich. Oh Gott, ich glaube, ich habe noch nie bei Sachen verloren. Na gut. Hätte ich vielleicht doch mal in Deckung gehen sollen. Hat es denn automatisch gespeichert? Sovereign. Und diese Station gehört mir. Hat es nicht. Okay. Dann wird Garrus direkt erstmal wechseln müssen gleich. Und der Sausack hat mir direkt die Waffe blockiert. Okay. Hier haben wir die Sabotage. Hat er keinen Blutrausch? Ich dachte. Na gut, aber Tali sollte ihn zumindest haben. Ja, genau. Blutbad, nicht Blutrausch, Entschuldigung. Okay, dann halten wir so volle Kanne drauf. Irgendwie hat er ihn gerade nicht benutzt, oder? Komm schon. Okay, die Waffe ist überhitzt. Wir wechseln wieder. Und wir müssen mal die Säule hier mit als Deckung benutzen, das ist vielleicht nicht schlecht. Ich habe die ganze Zeit nach einer Deckung gesucht, aber es gibt bloß diese kleinen Scheißsteine dort und die sind absolut unpraktisch dafür. Gut, einmal den Overkill reingehauen. Bei Garrus geht er noch nicht wieder, aber kommt gleich. So, ich bleib mal hier mit stehen im Feuer.
zumindest kurzzeitig. Und gleich müsste wieder das Video kommen, die Zwischensequenz. Gut, jetzt aber. Garrus kann nicht wieder. Shit, warte mal. Überlastung, Schildboost, bringt uns alles nichts. Gut, dann machen wir hier mal die Sabotage. Und Tali... Nee, bei Tali macht es keinen Sinn zu wechseln. Gut, dann hau ich mir mal Schildboost, Einigkeit, Adrenalinschub. Den habe ich gesucht. Ja, aber mein Overkill ist sowieso gleich wieder voll. Da brauche ich den jetzt nicht verschwenden. Gut, dann gehe ich mal hier rüber. Okay. Gut, das Video. Können wir das überspringen? Nein. Schauen wir es uns nochmal an. Auch okay. Negativ. Das ist unsere einzige Chance. Macht das Monster um jeden Preis fertig. Gut. Diesmal werden wir das auch tun. Nur ist Saren jetzt noch um einiges schneller geworden, wie wir gerade feststellen müssen. Und das macht die Sache nicht einfacher. Okay, Tali mit dem Blutbad. Wo ist denn das Vieh schon wieder? Meine Güte, ist ja schnell. Hier. Von hier aus kann ich ihn nicht erwischen. Ach, Typ. Spring doch nicht immer so in Deckung. Ist ja schrecklich mit dir. Okay. Kurz ausweichen. Gut, und Tali könnte mal... Tali kann gar nichts machen gerade, wie es scheint. Alle gerade etwas indisponiert. Jetzt haue ich mir mal den Adrenalinschub rein. Und schalte wieder auf Overkill. Der muss es jetzt reißen. Garrus hat es erwischt. Das ist natürlich nicht so gut. Aber ich kann jetzt gerade, solange ich noch das Dauerfeuer hier aufrechterhalten muss, keine Rücksicht drauf nehmen. So, jetzt können wir ihn wiederbeleben. So, heilen wir ihn auch mal fix. Oh shit. Der rammelt ja aber auch was zusammen. Das geht überhaupt nicht. Eieiei. Dieser Mistsack. Der ist so wahnsinnig schnell. Du kriegst ihn wirklich kaum. Aber nicht mehr viel. Dann haben wir ihn. Okay, ich wechsle mal hier rauf. Tali, Sabotage, bringt das was? Ich glaube, die Pumpgun bringt mir auf die Entfernung nichts mehr. Okay, wechseln wir wieder zurück. Macht keinen Sinn. Bald ist er runter. Es fehlt nicht mehr viel. Komm schon. Schön in Deckung bleiben. Noch ganz wenig. Trennt uns davon, Saren ein für alle Mal zu vernichten. Und das ist sein Ende. Puh, geschafft. Und nun ist Joker dran.
Los! Der Commander. Wo ist Shepard? Botschafter? Captain? Commander Shepard? Wir haben uns hier versammelt, um die gewaltigen Anstrengungen der Allianzstreitkräfte im Krieg gegen die Sovereign und die Gate anzuerkennen. Viele Menschen haben im Kampf ihr Leben verloren, um die Zitadelle zu retten. Tapfere und mutige Soldaten, die ihr Leben bereitwillig hingaben, damit wir, der Rat, überleben konnten. Es gibt kein größeres Opfer und wir teilen die Trauer über den tragischen Verlust so vieler großer Männer und Frauen. Der Rat steht überdies tief in ihrer Schuld, Commander. Wir werden sie nie zurückzahlen können. Sie haben nicht nur unser Leben, sondern auch das von Milliarden anderer vor der Sovereign und den Reapern gerettet. Commander Shepard, ihre heldenhaften und selbstlosen Taten dienen als Symbol für all das, für das die Menschheit und die Allianz stehen. Auch wenn wir diese tapferen Soldaten, die ihr Leben gegeben haben, um das unsere zu retten, nicht zurückholen können, so werden wir ihr Andenken durch unsere Taten in Ehren halten. Die Menschheit hat bewiesen, dass sie bereit ist, als Verteidiger und Beschützer unserer Galaxis aufzutreten. Sie haben ein für alle Mal bewiesen, dass sie es wert sind, in unsere Reihen aufgenommen zu werden und mit uns dem Zitadellrat zu dienen. Botschafter, im Namen der Menschheit und der Allianz danken wir Ihnen für diese Ehre, die wir demütig annehmen. Wir brauchen eine Liste potenzieller Kandidaten für den Sitz der Menschen im Rat. Nach allem, was geschehen ist, wird Ihre Empfehlung sicher viel Gewicht haben, Commander. Unterstützen Sie einen bestimmten Kandidaten? Nun, das ist eine Frage, die ist ein bisschen knifflig, denn von den Sympathien her gehe ich natürlich mit Captain Anderson. Allerdings hat Botschafter Odina die weitaus besseren Kontakte. Deshalb würde ich sagen, ich wasche meine Hände in Unschuld und lasse das andere entscheiden. Das müssen die Politiker klären. Ich stimme dem Commander zu. Das ist viel zu wichtig, um überstürzt zu handeln. Natürlich, Botschafter. Wir nehmen Ihren Vertreter mit offenen Armen auf, wer immer es auch sein wird. Die Niederlage der Sovereign steht für den Beginn einer neuen Ära für die Menschheit und den Rat. Die Sovereign war nur die Vorhut. Die Reaper-Flotte wird trotzdem kommen. Hunderte von Schiffen, vielleicht sogar Tausende. Und ich werde einen Weg finden, sie aufzuhalten. Na, hoffentlich übernimmst du dich da nicht. Shepard hat recht. Die Menschheit ist bereit, ihren Teil dazu beizutragen. Vereint mit dem Rest des Rates sind wir stark genug, jede Herausforderung zu bestehen. Wenn die Reaper kommen, müssen wir Seite an Seite stehen. Wir müssen sie vereint bekämpfen. Und gemeinsam werden wir sie zurück in den Orkusnebel treiben. Oder vernichten.
Und so wird Shepard zur Legende, indem er die Sovereign zerstörte und den Einmarsch der Reaper verhinderte. Das war Mass Effect 1. Die Normandy fliegt hinaus in die Weiten der Galaxis. Und das war's für den ersten Teil von Mass Effect. Es hat mich wahnsinnig gefreut, das zu spielen und zu Let's Playen. Auch wenn es natürlich hier und da, vor allem durch die vielen Nebenaufgaben, die ich damit erledigt habe, weil ich wirklich alles mitgenommen habe, sich doch sehr in die Länge gezogen hat, das gebe ich zu. Ich habe es versucht natürlich so kurz wie möglich zu halten, indem ich hier und da was zusammengeschnitten habe bei den Nebenaufträgen. Ansonsten natürlich ärgerlich, dass die ganze Geschichte mit den Bugs immer mal wieder aufgetreten ist. Die Sprachausgabe war irgendwie ein bisschen merkwürdig, weil immer mal so die ersten 0,2 Sekunden gefehlt haben und dann immer so ein Knacken reinkam. Ja, ist auch normalerweise nicht so, also ich weiß nicht, das ist zwar wirklich so offenbar so ein Kompatibilitätsproblem. Ansonsten natürlich das mit den schwarzen Polygonklötzen, was in Noveria auch, oder auf Noveria aufgetreten ist, in Gipfel 15 und auch auf Ilos dann. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Aber ansonsten nichtsdestotrotz würde ich sagen, ein unglaublich tolles Spiel, das er auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat und dafür auch grafisch völlig in Ordnung ist. Und vor allem auch, wenn man bedenkt, dass die das Budget das nicht so groß war dabei, ne? Wir werden sehen, im zweiten Teil wird das Ganze noch fortgesetzt und das Gute ist, BioWare hat es geschafft, mit dem vermehrten Geld nicht nur grafisch etwas mehr herauszuholen, sondern sie haben es geschafft, dann im zweiten Teil die Tugenden aus dem ersten mit hinüberzunehmen in den zweiten und das Ganze noch auszubauen und zu verbessern. Der zweite wird ja weiterhin als der beste Teil der Mass Effect Reihe und dem wollen wir uns dann auch widmen, denn es ist noch viel zu tun. Die Reaper sind vorerst aufgehalten worden, aber Shepard hat vollkommen recht, irgendwann werden sie kommen. Und was genau passieren wird und was wir tun müssen, werden wir im zweiten Teil sehen, denn das ist etwas unerwartet, sage ich mal. Etwas anders, als man vielleicht denken mag. Ja, es sind noch viele Fragen offen, die da noch kommen würden, zum Beispiel, was ist mit Cerberus? Was genau wollen die Reaper eigentlich, warum tun sie das alles und erfährt man vielleicht noch ein bisschen mehr über die Proteane, kann ja auch sein. Wie geht es mit der Citadel weiter, wer wird jetzt der Ratsherr bei den Menschen, weiß man alles nicht, werden wir sehen. Gut, ansonsten hat das Spiel wirklich unglaublich viel Spaß gemacht, ich mag die Story total, der gesamten Mass Effect Reihe. Ich liebe es, dass, dass das Spiel in vielen Gesichtspunkten einfach unglaublich zum Philosophieren, zum Schwadronieren anregt und man wirklich selbst auch mal, wenn man es richtig ernsthaft spielt, seine eigenen Ideale mit überprüfen kann dabei. Kommt natürlich darauf an, wie man spielt. Wenn man sich natürlich sagt, ich will jetzt einen unglaublich bösen spielen, einfach nur um Spaß zu haben, dann natürlich nicht. Aber wenn man versucht, alles so zu machen, wie man es selber auch machen würde, dann kann man dabei wirklich seine Ideale auch ein bisschen überprüfen und kann selbst sich auch öfter mal hinterfragen, was will ich eigentlich und warum denke ich manchmal vielleicht auch etwas seltsam, das gibt eigentlich nicht, was ich sagen will, warum denke ich manchmal so, wie ich denke über bestimmte Sachverhalte. Also das macht halt dieses Spiel auch ausfindig, weil es eben nicht einfach nur Unterhaltung ist, sondern da steckt mehr dahinter. Das finde ich so wundervoll dran an Mass Effect und deshalb verzeihe ich dem Spiel auch ohne weiteres, dass da kleine Bugs mit reinkommen und dass einiges so ein bisschen, ja, es hat was so seine Kinderkrankheiten. Ne? Wir haben es übrigens auch nicht geschafft, hätte man gerade auch, weil ich es gelesen habe, mit Ashley eine Beziehung anzumachen. Irgendwie ist das nicht gewonnen, weiß auch nicht warum. Aber gut, was soll's. Brauchen wir auch nicht unbedingt. Auf jeden Fall, Saren ist tot. Aber die Reaper brauchen nicht unbedingt nur Saren. Sie können auch andere Wege finden, um in diese Galaxie vorzudringen. Gut, und damit würde ich sagen, habe ich jetzt genug gequatscht. Ich lasse noch den Abspann durchlaufen. Und wir sehen uns bei Mass Effect 2 wieder. Ich freue mich schon sehr darauf.
Müsst ihr nicht mal sehen, wie ich hier die Arme hebe und jubel. Sieht eh keine Sau. Ja, ich freue mich sehr darauf, dann das mit euch zu spielen. Und das wird nochmal ein Stück geiler als Mass Effect 1. Das kann ich versprechen. Und auch Mass Effect 3 wird geil. Ich hab's schon gespielt. Vertraut mir, ich weiß es. Und damit sehen wir uns wieder bei Mass Effect 2. Gerne auch bei irgendeinem anderen Projekt. Bis dahin, gehabt euch wohl und haut rein und tschüss.